So, willkommen beim zweiten Teil der Charaktererschaffung. Im letzten Video haben wir gesehen, wie die klassische Entwicklung der Charaktere geht. Es gibt aber noch die zufällige Variante aus dem kleinen Booklet Legenden und Abenteurer. Grundsätzlich sind die zwei nahezu gleichwertig. Das bedeutet, die Verteilung von Talenten, Fertigkeiten und Attributspunkten kommen bei beiden auf genau die gleichen Ergebnisse hinaus. Allerdings ist es möglich, über diese Variante auch Attributswerte zu erhalten, die so eigentlich nicht regelkonform sind. Also als Beispiel könnte auch ein menschlicher Zauberer, der hat einen Maximalwert von Stärke in 4, über dieses Modell eine Stärke von 5 erhalten. 6 ist nicht möglich. Doch theoretisch ist es schon möglich, aber das erkläre ich gleich im Laufe des Videos. So, wir machen einfach dann mal mit dem hier weiter. Das können wir derzeit mal beiseite legen. Das habe ich ja alles schon erklärt. Wir greifen uns einen weiteren Charakterbogen und dann kann es losgehen. So, bei dem Text, wir nehmen den deutschen Charakterbogen. Wie gesagt, das ist ein selbstgemachter Charakterbogen. Den Link findet ihr unten in der Beschreibung. Aber der ist vorläufig. Also bitte nicht erschrecken, vermutlich werden die Begrifflichkeiten im Laufe der Zeit sich noch ändern. Naja, nicht vermutlich, sondern ziemlich sehr sicher. Wir fangen an. Auch in diesem Fall haben wir wieder eine schöne Liste, an der wir uns abarbeiten können. Es gibt mehrere Punkte, bei denen ganz klar steht, auswählen oder auswählen oder würfeln. Wir werden jetzt der Spaß ist halber mal alles auswürfeln. Ob man das dann später so macht, sei jedem selbst überlassen. Das Ganze fängt damit an. Wir würfeln auf die Tabelle für Abstammung. Rot ist der Zehner. So, eine 15. Wir sind ein Alderländer. Das ist so ziemlich die langweiligste Art und Weise der Menschen und die große Masse. Also, ein Alderländer. Während es im normalen Regelwerk keinen Unterschied macht, wo man herkommt, gibt es hier unterschiedliche Ereignisse, die sich unterscheiden zwischen einem Alderländer, einem Aslenen und einem Eiländer. Weiter geht es mit einem Ereignis aus der Kindheit. Da haben wir bei Alderländern gleich hier die Tabelle. Wir würfeln einmal mit einem W6. Na, kommt zum Stehen. So, ein Arbeiter. Du hast auf einer Farm gearbeitet, ja, und dort klassische Arbeiten gemacht. Und daraus bestimmt sich jetzt nämlich schon gleich unsere Attributsliste. Das heißt, wir haben eine Stärke von 5. Damit haben wir gleich das Beispiel, was ich vorhin nannte. Ein Geschick von 3, ein Verstand von 3 und eine Empathie von 4. Außerdem erhalten wir die Fertigkeiten Kraft auf 2, Nahkampf auf 1. Handwerk auch auf 1. Wo haben wir es denn? Überleben, da unten auch auf 1. Und Tiere führen ebenfalls auf 1. So, und dann geht es wieder zurück. Wir haben bereits den dritten Punkt erreicht. Das heißt, wir können jetzt würfeln, welchen Beruf wir haben. So, das ist natürlich schon eine Kombination, wo man sagt, will ich das zufällig haben oder nicht? Das heißt, wir haben hier die Liste. Auch hier gilt wieder Würfel oder wähle aus. Wir haben ja gesagt, wir würfeln. Die 55, ein Dieb. Da wir gerade schon ein Dieb entwickelt haben, bin ich mal nicht so. Ich würfel einfach nochmal. Ich glaube, das Schicksal will, dass ich einen Dieb nehme. So, wir haben einen. Halt, nein, Quatsch, einen Händler. Entschuldigung. Das heißt, wir schreiben bei Beruf Händler. Das klingt langweiliger, als es ist. Händler sind etwas sehr Brauchbares in den verbotenen Landen, denn Güter sind selten und wollen von A nach B gebracht werden. Und spätestens, wenn man seine eigene Burg verwaltet, wird man glücklich sein, einen Händler in der Gruppe zu haben. Des Weiteren erhält jede Berufung ein Talent.
Bei den meisten ist das ein W6. Lediglich der Magier hat nämlich 4 zur Auswahl und würfelt das mit einem W8. So, wir würfeln die 1. Das ist der Pfad des Goldes. Er ist halt eben ein besonders guter Händler. Natürlich erhält er auch das normale Händlertalent. Entschuldigung, das ist ja der Pfad des Goldes. Er erhält natürlich auch sein Abstammungstalent. Das nennt sich bei den Menschen adaptiv oder anpassungsfähig. Das weiß ich so. Normalerweise könnte man das jetzt im Spielerhandbuch nachlesen. So, ich lege das Ganze beiseite. Und jetzt sind wir nämlich schon an diesem Punkt angelangt. So, wir sind jung. Das heißt, wir dürfen jetzt ein bedeutendes Event in unserem Leben auswürfeln. So, das heißt, das bedeutende Event in unserem Leben war eine 3. Wir wurden betrogen. Dadurch erhalten wir das... Die Fertigkeit Einsicht, wie ich ja schon erwähnt habe, die ist besonders gut, um sich gegen Manipulation zu wehren, auf 2. Und außerdem das Talent Incorruptible, wie übersetzt man das am besten? Unkorrumpierbar. Ich hoffe, Uhrwerk fällt dafür eine bessere Übersetzung ein. Auch auf 1. Die gibt einem halt eben nochmal einen zusätzlichen Bonus. Außerdem erhalten wir ein kleines Zelt, eine Decke und einen Cauldron. Das ist ein kleiner Kessel. Das vermerke ich mir mal nebenher. Ich denke, das ist an dieser Stelle noch gar nicht so wichtig. So, wie gesagt, wir sind jetzt jung. Als nächstes können wir auswählen, möchten wir erwachsen sein. Dann haben wir noch einen Wurf, müssen aber unsere Attribute reduzieren. In diesem Fall sage ich einfach mal, ja, ich möchte das ganz gerne. Was hier vorne nicht erwähnt wird, Elfen können eigentlich immer nur erwachsen sein. Es gibt keine jungen oder alten Elfen. Das wird hier noch ignoriert. Ich vermute, in einem Errata wird das mit reinkommen. Okay, wir haben gesagt, wir wollen erwachsen sein. Und da er ein Händler ist, denke ich, braucht er nicht so viel Stärke. Wir reduzieren die Stärke mal auf 4. Dafür kriegen wir aber einen weiteren Wurf hier auf der Event-Tabelle. Eine 2. Wir waren Besitzer eines lokalen Ladens. Dadurch erhalten wir nochmal Einsicht 1. Das heißt, da haben wir jetzt schon Wert 3. Wir erhalten Manipulation auf 1. Das ist besonders gut für den Händler. Und das Talent Wanderer. Das hilft uns, wenn wir später uns auf der Karte hin und her bewegen. Auch an dieser Stelle hätten wir wieder die Möglichkeit abzubrechen oder weiterzugehen. Für den Händler, denke ich, ist es ganz passend. Wir machen ihn einfach mal ein bisschen älter. Und deshalb sage ich mal, nee, er ist wirklich nicht stark. Wir reduzieren seine Stärke sogar auf 3. So, jetzt wird es hier langsam richtig hässlich. Dafür haben wir noch ein Formative Event, also Formless Event. Das heißt, nachdem er betrogen wurde und einen lokalen Laden hatte, hat er in einer größeren Siedlung auch einen Shop gehabt. Also während er hier noch durch die Gegend gereist ist, denn er hat dafür einen Wagen bekommen, erhält er jetzt hier dafür eine Schuppe, Tinte, Feder und Papier. Seine Manipulation steigt von 1 auf 3 und er erhält das Talent scharfzüngig, also Sharp Tong. Ebenfalls auf 1. Also das hier wird ein ganz klassischer Social Charakter, das kann man wohl nicht anders ausdrücken. So. Älter als alt kann man nicht sein und darum geht es an dieser Stelle dann
direkt weiter. Wir haben die Möglichkeit, Attributspunkte zu verschieben. Also das heißt, ich könnte jetzt zum Beispiel von Geschick einen wegnehmen und auf Empathie setzen. Oder wie auch immer ich das verteilen möchte. Empathie wird, denke ich, sein Hauptskill sein. Verstand ist auch relativ wichtig. Stärke dagegen, ja, da hat er sich anfangs mal mit beschäftigt und es dann vernachlässigt. Darum möchte ich meine Werte einfach mal so lassen, wie sie sind. Auch hier würde jetzt natürlich wieder gelten, er ist ein Mensch, deshalb hat er Empathie auf dem Keyskill. Und auch der Händler hat ebenfalls Empathie. Das heißt, er könnte jetzt theoretisch einen Wert von 6 erhalten. Wie gesagt, er kann maximal einen Attributspunkt verschieben, von daher wäre 5 sein Maximum. Aber ein etwas breit aufgestellter Charakter ist gar nicht schlecht. Er hat schon sehr viele Talente, die ihm helfen werden. Er hat schon sehr hohe Werte. Von daher können wir die Attribute einfach mal so lassen, wie sie sind. So, damit sind wir dann auch schon fast fertig. Auch jetzt hier würde wieder gelten, wir würfeln aus, wie haben wir den Rest der Gruppe kennengelernt. Also dann nehmen wir zum Beispiel jetzt mal aus dem ersten Nissel den Goblin. Wie haben wir ihn kennengelernt? Ach, Moment, 2 Würfel. Also irgendwie der Rote, der hat eine Neigung zu 5. So, die 54 durch Sklavenhändler gefangen. Ja, das fände ich, ist doch ganz passend für einen Goblin sowieso. Das erklärt, warum der relativ wenig Ausrüstung bei sich hat. Es wird ein bisschen schwierig zu erklären, warum der Händler mit einem Karren durch die Gegend fährt. Aber egal, das kriegen wir schon hin. So, zu guter Letzt kommen auch hier noch die Punkte für Stolz, dunkles Geheimnis und Verbindung zwischen den Charakteren. Auch hier, man kann das Ganze auswürfeln oder auswählen, ist eine Geschmackssache. Aus dem Spielerhandbuch sucht man sich auch hier wieder aus, wie viele Ressourcen besitzt der Charakter. Das heißt, das wäre jetzt zum Beispiel in diesem Fall 1W12 an Silber. Wo hat man W12, wenn man den braucht? Da. 3 Silber. Ja, der war nicht erfolgreich. Außerdem hat er etwas Essen, etwas Wasser. Das wird genauso wie regulär übernommen. Ja, und damit ist der Charakter schon erschaffen. Das heißt, wir haben hier per reinem Zufall einen körperlich nicht unbegabten Social erstellt. Mit wirklich sehr interessanten Fähigkeiten, wie halt eben dem, ich nenne es mal unbeirrbar, mit der scharfen Zunge. Ich denke, das ist ein Charakter, mit dem kann man ganz gut leben. Er wird sein Talent vermutlich nutzen müssen, um die 3 Silber, die er ausgewürfelt hat, auszugleichen. Denn momentan besitzt er noch so gut wie nichts, womit er sich zur Wehr setzen könnte. Nach der regulären Erschaffung hätte er ein Messer. Das hat der hier leider nicht. Das hat er sich einfach nicht erwürfelt. Ja, das liegt nicht in unserer Hand. So, ich denke, man konnte ganz gut sehen, wie diese zufällige Erstellung funktioniert. Vielleicht hat auch der eine oder andere schon erkannt, dass die durchaus ihre Schwächen hat, denn es gibt immer nur eine Auswahl von 6 unterschiedlichen Ereignissen. Das ist in der Kindheit nicht so schlimm, allerdings hinten bei den Ereignissen passiert es dann doch schon mal relativ schnell, dass man Ereignisse doppelt auswürfelt. Wenn das übrigens passiert, wenn man jetzt, ich bin jetzt gerade beim Kämpfer und ich würfel 2-mal Schwertkämpfer, dann erhält er dadurch automatisch halt eben das Talent Schwertkämpfer in Talent 2. In diesem Fall dann sogar gleich Nahkampf auf 4, was schon ein absolut brachialer Wert ist, denn das Maximum liegt bei 5. Was passiert, wenn man über die 5 hinausgeht? Das ist eine gute Frage. Das wird, glaube ich, in diesem Regelwerk nirgendwo geklärt. So, das war's auch schon. Wir haben 2 Charaktere erstellt. Und ich weiß noch nicht, was ich als nächstes mache. Ob ich in das Thema Magie einsteige oder ob ich diese kleine Gruppe einfach mal über die Lande wandern lasse. Oder ob sie in ihren ersten Kampf stolpern werden. Das werden wir sehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir ein Abo da. Und dann bis zum nächsten Mal.